Hallo ihr treuen Staatsdiener und wieder mal willkommen in der Kruswitzelstraße Nummer 8. Wir haben immer noch dieselben Probleme wie davor. Jan Öhren will sich immer nur, er will immer noch irgendwie mit Öhren oder wie auch immer man deren Namen ausspricht, zusammenkommen. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das am besten beschleunigen können. Der andere braucht immer noch einen Job und wir müssen uns selbstverständlich um Markus kümmern, der was zu essen will. Aber ich habe keine Ahnung, woher ich gerade Essen bekommen soll, ehrlich gesagt. Marc Ranne, kannst du mir irgendwie Essen geben? Hallo Marc, bla bla bla, ich will gerade nicht mit dir reden, ich will nur Essen von dir. Okay, er gibt mir nichts zu essen. Ich beeile mich schon, weil wenn der verhungert, dann würde ich mich echt schuldig fühlen. Ich meine, ich habe schon 15.000 für die Behandlung ausgegeben, da muss irgendwas Gutes dabei rauskommen. So, vielleicht wenn der Händler wieder kommt, vielleicht verkauft der mir ein Sandwich, solange es nicht illegal ist. Okay, ist es noch nicht. Gut, solange das noch nicht illegal ist. Aber irgendwie kommt der ja auch gerade nicht wieder, der Händler, den wo ich so dringend bräuchte. So, alle schlafen hier. Er kocht doch gerade was zu essen, sag mal. Oder will sich gleich was zu essen machen. Kannst du mir nicht irgendwas Sinnvolles machen? Nö, anscheinend nicht. Oh, da ist eine Frau. Eine Frau kann... Oh, Moment, das ist Manischek. Sie ist wieder da und gesund und lebendig. Jetzt bin ich gespannt, ob es der Tochter dann auch noch gut geht. Komm schon. Muss gleich instant klopfen. Komm instant raus. Brauche Infos. Und ich brauche immer noch ein Sandwich wahrscheinlich. Oder anscheinend nicht. Hat sich hoffentlich schon erledigt, die Quest. Da ist sie irgendwie weg. So, hallo. Über die Operation reden. Hallo Luisa. Scheinbar war Ihre Operation ein Erfolg. Ja, dank Ihnen haben wir es geschafft. Zlat erholt sich gerade noch, aber schon bald wird sie aus dem Hospital entlassen werden. Danke für alles. Ich habe jemanden im Hospital kennengelernt. Mir wurde Hilfe angeboten. Ich möchte gehen, bevor Jakob wiederkommt. Was zur Hölle? Was meinen Sie? Ich weiß nicht, warum ich Ihnen das erzähle. Vielleicht hoffe ich, dass Sie meine Entscheidung gutheißen. Hector, als Jakob im Labor arbeitete, überprüfte er vorsichtshalber unser Blut. Er fand das Verrätergen in meinem und im Blut unseres Sohnes. Das bedeutet, dass auch Zlate es hat. Es ist ein Wunder, dass nach dem Unfall niemand ihr Blut prüfte. Wenn man unser Blut überprüft, werden ich und meine Kinder in ein Arbeitslager gesteckt. Ich möchte beide Kinder so weit wegbringen wie möglich. Aber Zlate ist nicht offiziell Ihre Tochter. Glauben Sie, das weiß ich nicht. Mir ist bewusst, dass ich mich der Staat als Krimineller einstufen würde. Aber ich muss sie retten. Es sind meine Kinder. Was ist mit Ihrem Mann? Er weigerte sich, Zlata zu helfen, als sie uns brauchte. Mein Bauchgefühl sagt mir, Entschuldigung, dass ihm das nicht gefallen würde. Aber ich habe weder die Kraft noch den Wunsch, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Sagen Sie Jakob, dass er nicht nach uns suchen soll. Wow, das ist tatsächlich krass. Aber das erklärt, warum... In der Wohnung unten, wenn man Beholder anfängt, den Standardteil, ist die Wohnung unten ja nur noch von Jakob bewohnt und die Schimmers haben keine Tochter. Das macht tatsächlich viel Sinn. Oh, der trinkt was? Ja, ja, Marc, trinken Sie bloß. Den roten Kaviar kann ich leider nicht mehr beweisen. Im Endeffekt darf ich das sogar nicht beweisen, weil sonst wird am Ende noch festgestellt, dass ich den geklaut habe. So, wo ist denn die Dame des Hauses von unserem Franzosen? So, da wollen wir doch jetzt mal kurz mit der Frau reden. Hallo? Komischer Knopf. Funktioniert doch. Wir klopfen einfach einmal. Klopf, 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 klopf. Hallo, ich sagte klopf, 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 klopf. Nein, falsche Person, falsche Person. Können wir nochmal klopfen, dass die andere Person kommt? Funktioniert das? Nein, funktioniert anscheinend nicht. Gut, dann ignorieren wir das einfach. Wo finden wir denn einen Job für Murray Gibbs? Das weiß ich auch immer noch nicht. Das ist scheiße. Job für Murray Gibbs. Haben wir noch eine Maus wenigstens von der Katze? Dann könnte ich wenigstens wieder Geld bekommen. So, Katzi, hast du wieder ein Mausi gefangen? Oh, hast du gut gemacht. $250 mehr. Die geben wir gleich mal unserem Opi hier. Mäuse verkaufen. So, hier ist dir Geld. Yay, ich bin reich. Hast du sonst noch irgendwie was für mich? Stimmt, den wollte ich ja noch nach dem Liebestrank fragen. Ja, stimmt. Könnten Sie mir vielleicht mit etwas helfen? Ich habe einen Freund, der hoffnungslos verliebt ist. Ich glaube nicht an Liebestränke, aber er ist so verzweifelt, dass er alles Mögliche ausprobieren würde. Ich könnte da vielleicht etwas machen, aber im Gegenzug müssen Sie mir einen Gefallen tun. Was möchten Sie? Meine Forschung in der neurolinguistischen Programmierung und
Aromatherapie-Symbiose ist ziemlich kostspielig. Ich möchte, dass sie mir helfen, das benötigte Geld zu besorgen. Ich habe einen Kasten voll patentierter Antijuck-Tinkturen, aber ich kann sie nicht an Leute verkaufen, denen es gut geht. Ich muss einen Markt dafür schaffen. Wie sollen wir das anstellen? Ich habe einen Laken voller Bettwanzen aus meiner alten Wohnung. Ich kann es auseinanderschneiden und die Stücke in Plastiktüten packen. Sie legen eine Tüte unter jedes Bett ihres Hauses und wenn die Mieter anfangen, sich zu beschweren, verkaufe ich ihnen meine Tinktur. Sind Sie verrückt? Das wäre nicht nur schrecklich, sondern auch illegal. Kommen Sie schon, laut Gesetz wäre das nichts weiter als eine Ordnungswidrigkeit. Eine Ordnungswidrigkeit? Ja, und ich werde Sie reich für Ihre Hilfe belohnen. $3,000. Nachdem ich meine Tinkturen verkauft habe, können Sie den Kammerjäger rufen und die Apartment zaubern lassen. Kommen wir ins Geschäft. Ne, ernsthaft, dafür hintergehe ich jetzt nicht alle. Nein, ich werde keine Bettwanzenplage in mein Haus auslösen. Okay, wie Sie möchten, aber erwarten Sie nicht, dass ich Ihnen doch einmal helfe. Ja, dann suchen wir nach illegalem Zeug und werden dich los. Problem solved. Haben wir schon was, wir haben sogar schon was Illegales über dich. Perfekt. Ich könnte ihn davor aber nochmal wir verknacken den instant. So, das hast du jetzt verkackt. Wohnung Nummer 5. Einen Bericht schreiben. Wohnung Nummer 5, Kahn van Megeren, hat einen Trank, lebt in Wohnung Nummer 5. Verstoß gegen, habe ich vergessen. Tränke sind laut 615 am 3. August illegal und das wurde geschrieben 84 am 3. So, den Bericht senden wir und davor erstellen wir noch ganz kurz das Profil, dass ich noch ein bisschen Kohle dafür sogar bekomme. Familienstand, wohnt alleine, Beruf im Gesundheitswesen und lebt in Wohnung Nummer 5. Senden. Dann bekomme ich gleich noch ein bisschen Kohle dafür, wenn er jetzt sowieso schon abhaut. So, tja, das hast du jetzt davon, weil du uns nicht geholfen hast. Na, merkst du was? War eine schlechte Idee. Ich hoffe, der Trank ist noch irgendwo da. Weh, der hat den jetzt weggeräumt. Das hätte ich vielleicht nochmal checken sollen, oder? Oder haben sie ihn schon? Na, noch durchsuchen sie bloß? Uiuiui, wenn der die jetzt nicht weggeräumt hat, habe ich ein Problem. Komm schon, finde den Trank. Komm schon, war der nicht da? War der nicht in dem Stuhl? Nee, okay, jetzt werde ich ein bisschen nervös. Boah, ich glaube, der Staat ist ziemlich pisst, wenn er nicht wirklich gegen irgendwas verstoßen hat. Hat er was? Boah, er hat zum Glück was. Uiuiuiui, jetzt war ich tatsächlich kurzzeitig nervös. Das hätte jetzt auch schief gehen können, weil es nicht davor nochmal geprüft hat, dass er ihn nicht am Ende wegnimmt oder sowas. So, reden wir währenddessen mal mit Klaus Schimmer. Hallo. Fragen, was er möchte. Ich bin außer mir. Wie konnten Sie nur? Wie konnten Sie unsere Tochter retten, nur um sie uns wieder wegzunehmen? Wir haben sie großgezogen. Das ist Diebstahl. Es tut mir leid, das zu hören. Aber Klaus, Sie hören sich an, als hätten Sie Zlata in einem Laden gekauft. Vielleicht wird sie dort glücklich sein. Was wollen Sie damit sagen, Hector? Wie kann unsere Tochter mit einem Fremden glücklich sein? Selbst wenn sie ihre leibliche Mutter ist, wir sind ihre Eltern. Und wir werden unser ganzes Leben lang unglücklich sein. Uiuiui, ich glaube, der ist ziemlich pisst jetzt auf mich, leider. Ah gut, verstehe ich dann doch irgendwie. Aber ich konnte jetzt nicht wirklich was dagegen machen. Vielleicht hätte ich die Mutter sterben lassen sollen? Ah, das wäre wahrscheinlich auch wieder schlecht ausgegangen. Ich hatte keine Ahnung oder ich wüsste nicht, wie ich das am besten gelöst hätte. Und wie kriege ich ihm jetzt halt einen Job? Wer arbeitet denn nochmal in der Küche? Weil irgendwie die Ranek ist... Ach, die ist noch arbeitslos. Oh, ich dachte, die arbeitet in der Küche. Vielleicht die Frau von Schimmer? Philologe? Ne, das ist auch egal. Oh, Jakob ist wieder da. Oh Gott, der wird auch sowas von außer sich sein. Toll. Und na, das bringt mir alles irgendwie nicht so ganz was. Schade. Jetzt könnten wir mal mit Nathan dabei reden. Was hast du denn für mich? Hast du irgendwas Sinnvolles für mich? Roter Kaviar, der gut eine Million kostet. Dosenfutter habe ich noch. Der Trank. Also ein Trank. Der Trank. Vielleicht ist das schon der Liebestrank. Vielleicht geht das als Liebestrank schon unter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Jakob reden sollte oder ob der mich am Ende umbringt, wenn ich jetzt mit ihm rede, dass die Leute weg sind. Ich sage ihm einfach nicht, dass ich geholfen habe. Ich rede mit ihm, aber ich sage nicht, dass es meine Schuld ist, dass sie weg ist. Das ist jetzt der Masterplan. So, hallo.
fragen, was passiert ist. Jakob, Sie sind zurück. Was passiert? Ah, ich bin zurück. Es war nur ein dummer Fehler. Sie haben mich ohne Erklärung eingesperrt. Es scheint, es hätte mich jemand reingelegt. Reingelegt? Ich habe gehört, wie Sie von einem Bericht sprachen. Also haben Sie mich eingesperrt, bis Sie das überprüft hatten. Wie sich herausstellte, war es eine Lüge. Ich wünschte, ich wüsste, wer diesen Bericht geschrieben hat. Ich wurde gefeuert. Jakob, ich muss Ihnen etwas erzählen. Es gab keinen Grund, mich zu feuern. Sie nannten es eine Vorsichtsmaßnahme. Niemand wird ohne Grund gemeldet. Diese Schweine. Jakob, ich... Wie soll ich denn jetzt Essen auf den Tisch stellen? Jakob, hören Sie mir zu. Was? Beruhigen Sie sich. Während Ihrer Abwesenheit ging Luisa für die Operation ins Hospital. Oh mein Gott, jetzt bei dem geht echt alles schief. Verdammt, geht es ihr gut? Ja, die Operation ist gut verlaufen. Luisa und Zlata haben es überstanden. Aber ich fürchte, ich habe trotzdem schlechte Neuigkeiten. Luisa ist fortgegangen. Fortgegangen? Wohin? Wann wird sie zurück sein? Und wo ist Markus? Sie hat beide Kinder mitgenommen und sie möchte nicht, dass sie nach ihr suchen. Sie hat unsere Kinder mitgenommen? Das nennt man Entführung. Sie kann ihnen nicht vergeben, weil sie es ablehnten, Zlata zu helfen. Sie sagte, er hat sich geweigert, sein eigenes Kind zu retten. Ich kann nicht mehr bei ihm bleiben. Das hat sie gesagt, Wort für Wort. Es tut mir leid, Jakob. Was? Warum? Verdammt, ich wollte doch nur das Beste für meine Familie. Was soll ich denn jetzt machen? Was hat denn das alles überhaupt noch für einen Sinn? Meine Familie, mein ganzes Leben hat sich in Luft aufgelöst. Ach du Scheiße, das ist wirklich nicht gut, was bei dem läuft. Und ich muss gleich ans Telefon gehen, da ist anscheinend wieder irgendeine Mission. Gewinnt den Krieg mit den verdammten Kapitalisten. Wir haben irgendeinen kleinen... Unfälle. Zlata Schimmer, die eine extrem komplizierte Operation überlebte, welche von den genialen Chirurgen Aloysio Spack durchgeführt worden ist, ist aus dem Hospital entführt worden. Das gesamte Sicherheitspersonal wurde festgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. What? Und was ist hier? Das Wandertheater Buckelpisse sucht nach einer Besetzung für die Rolle der Piraten in ihrer neuen Show, Fluch der Obsee. Okay, da könnte ich mal vorsprechen, aber ich habe noch keinen, der wo es eigentlich wollte, also der wo einen Job haben will oder sowas. Weil ich selber will ihn eigentlich nicht, ich bin ein bisschen zu alt dafür. Gehen wir mal ins Telefon. Hörer abnehmen, Bruno Hempf hat angerufen. Kamerad Medina, ich habe eine wichtige Aufgabe für Sie. Besorgen Sie Klaus Schimmers Abwesenheitserklärung. Laut meiner Daten lagert er Sie zu Hause. Rufen Sie mich an und erstatten Sie Bericht, sobald Sie sie haben. Irgendwelche Fragen? Kann ich... Dafür habe ich keine Zeit, Medina. Wir reden, sobald Sie mir das Dokument gegeben haben. Okay, wahrscheinlich ist das jetzt der Grund, warum die Schimmers dann irgendwann weg mussten. Zumindest könnte ich mir das so vorstellen. Na, jetzt macht das alles ein bisschen mehr Sinn. Oh mein Gott, ich könnte ihn... Wobei, er will ja Koch machen, ne? Der will ja gar nicht... Nein, nein, ich Idiot, ich hätte davor alles plündern können. Shit, das stand sogar in den Infos, wenn man jemanden rauswirft, dürfte ich alles plündern. Und jetzt habe ich es renoviert und dann ist alles... Oh Gott. Hoffentlich werde ich nicht in Geldprobleme kommen. So, wen lassen wir denn einziehen? Lionel Kramer, auf der Suche nach einem sauberen Apartment in einer guten Nachbarschaft. Hört sich eigentlich ganz ruhig an. Auf der Suche nach einem Apartment und 3 Rollen Kupferdraht, okay. Und eine Familie, Christopher Danson, eine Familie Stadtbeamte auf der Suche nach einer Mietswohnung. Das hört sich eigentlich ganz ruhig an, aber ich weiß nicht, ob ich einen Polizisten in der Base haben, also in meinem Zuhause haben will. Irgendwie, ich vertraue dem Staat ja nicht. Ja, Johannes Bessler, du hörst dich ganz gut an. So, ist Klaus denn gerade zu Hause? Sonst holen wir uns einfach die Infos über Klaus und schauen mal, was dabei rauskommt. Ah, sind leider gerade zu Hause, die beiden. Dann müssen wir warten, bis die wieder alle wach sind, pennen gegangen sind oder whatever. Hey, die Katze geht einfach zu denen rein und raus, wie es denen beliebt. Ist okay, Katzi. Er ist gleich mal am Telefon und versucht irgendwas hier zu sagen. Ja, das... Ich beobachte dich, Johannes. Gehen Sie ans Telefon. Ja, ganz ruhig, jetzt klingelt schon wieder das Telefon. Scheiß Job hier, permanent am Telefon. Okay, Hörer abnehmen. So, Notruf vom Ministerium. Hector Medina, hier spricht das Ministerium für Informationsbeschaffung. In Ihrem Haus wohnt ein Mann namens Johann Bessler. Sammeln Sie Informationen und legen Sie ein Profilbild an. Er hat sich für das nationale Erfindungsforum angemeldet, um Staatsfördergelder zu erhalten. Sie müssen eine Hintergrundprüfung durchführen und die Loyalitätsstufe einschätzen. Wird erledigt. Okay, müssen wir alle Infos über ihn sammeln. Der hat sich also für einen Job beworben. Und jetzt müssen wir ihn durchleuchten. Das klingt alles fair. So, mein Nachbar bohrt gerade. Ich hoffe, das hört man nicht auf der Aufnahme. Hust. Aber bis jetzt macht er noch nichts illegal. Oh, er will was trinken. Er will kurz was trinken.
Geht der jetzt raus oder hat der irgendwo im Haus was? Wenn er kurz rausgeht, kann ich kurz alles durchsuchen. Ich rede erstmal nicht mal mit ihm. So, wir verstecken uns nochmal kurz. Ah, verdammt. Er bleibt anscheinend doch noch drin. So, dann haben wir jetzt die Info, dass er ein Trinker ist. Glaubt, dass seine Erfindungen die Welt verändern. Au. Rosa Ranek, haben Sie vielleicht doch noch jetzt irgendeinen Job für unseren freundlichen Kollegen? Über Manischek reden. Wissen Sie, was mit unserem Nachbarn Jakob los ist? Ja, das weiß ich. Er trauert. Er hat eine wunderschöne Frau und einen Sohn. Sie lebt in Harmonie und er hat einen guten Job und plötzlich war alles weg. Er hat alles verloren. Kein Wunder, dass er wütend auf die Welt ist. Das ist alles sehr traurig. Es waren nette Leute. Oh mein Gott, das ist so deprimierend. Das ist wirklich hardcore deprimierend für ihn. Er wollte nur das Beste für seine Familie und jetzt ist alles weg. Egal, was ich tue, irgendwie mache ich es am Ende falsch. Das ist echt schlimm hier in diesem Spiel. Aber Leute, ich will bei dem Spiel, da es ja gar nicht so viel Spielzeit hat, die Parts ein bisschen kürzer machen. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht böse. Deswegen nähern wir uns jetzt auch schon wieder mit riesigen Schritten dem Ende. Ich werde jetzt nur noch kurz mein Kätzchen hier füttern. Und das war's dann für diesen Part schon wieder. Hast du Hunger, Fellknäuel? Hier ist dein Essen. Alles klar, Fellknäuel hat Essen, somit sind alle glücklich. Und dann an euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like, da würde den Kanal super unterstützen. Oder alternativ natürlich auch ein Abo dalassen, wer es noch nicht gemacht hat. Würde mich auf alle Fälle freuen. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Part wieder bei der Krusswitzelstraße Nummer 18 und endlich die benötigten Informationen über Johann Beslav bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!